Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Es ist ja schon schlimm genug, wenn wir von einer langwierigen Krankheit betroffen sind, die unseren Alltag beeinflusst. Aber noch schlimmer ist es, wenn Kinder betroffen sind. Und Eltern machen sich große Sorgen, wenn es dann an die Behandlung im Krankenhaus geht. Da geht es dann um die Therapie, es geht aber auch um die Atmosphäre. Und sie möchten natürlich auch, die Eltern, dass Ärzte und dass Pfleger etwas von Kindern verstehen. Diesen jungen Patienten widmet sich die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Asklepios Klinik Nordheidberg. Und deren Chefarzt, Professor Dr. Markus Kemper, ist heute bei mir. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Sie behandeln ja viele verschiedene Krankheiten von Kindern und Jugendlichen. Und wir beide, wir haben uns ja für unser Gespräch heute die Erkrankungen der Nieren und des Harntrakts bei den Kindern ausgesucht. Was für Krankheitsbilder sind denn das, mit denen die kleinen Patienten kommen? Ja, es sind zum Teil schon Erkrankungen, die vor Geburt bestehen, wo die Kinder mit geboren werden. Es sind vor allen Dingen Harntraktfehlbildungen. Aber es gibt eben auch Erkrankungen, die erworben sind. Das heißt, sie waren im frühen Kindesalter oder später nicht vorhanden und sind durch eine Infektion oder durch eine Immunstörung dann entstanden. Das sind dann zum Beispiel Erkrankungen, wo Eiweiß im Urin auftaucht oder Blut. Ja, ist das häufig, dass Kinder erkranken in diesem Sektor Niere, Harnwege? Ja, also diese Harntraktfehlbildungen treten bei bis zu 1% aller Neugeborenen auf und das ist eigentlich sehr häufig. Allerdings sind die meisten so gering und so milde, dass sie keine große Relevanz haben. Aber eben einige sind eben doch so schwerwiegend, dass sie von Bedeutung sind, auch was die Nierenfunktion angeht. Ja. Und die erworbenen Erkrankungen sind auch nicht so selten. Es gibt sehr viele Infektionen, die dann auch zu Nierenstörungen führen können. Also es ist keine seltene Erkrankungsgruppe. Ja, Sie haben eben schon gesagt, gleich nach der Geburt heißt das, dass Sie auch schon Neugeborene bei sich in der Klinik haben oder ab welchem Alter geht es da los? Ja, Neugeborene und ich habe viele Patienten, die ich auch vom Vorgeburt berate, wo im Ultraschall der Schwangerschaft was auffällt, dass die Nieren nicht richtig angelegt sind. Da führen wir schon Beratungsgespräche und betreuen dann die Kinder natürlich nach Geburt engmaschig nach. Ja. Gibt es da eigentlich solche Zyklen, in denen Kinder untersucht werden in Bezug auf speziell diese Krankheiten, sodass sich Eltern da keine Sorgen machen müssen? Oder muss man das selbst merken, dass mit dem Kind was nicht stimmt? Ja, in den Vorsorgeuntersuchungen, die also im gelben Heft da aufgezeichnet werden, da sind die Nieren quasi nicht drin. Es gibt eine J1-Untersuchung, also wenn die Kinder dann quasi jugendlich sind, da wird der Urin einmal untersucht, gibt dann auch eine Blutentnahme. Aber bis dahin muss man eben auf die Symptome so ein bisschen schauen und auch der Kinderarzt muss einfach an deren Erkrankung denken. Ja, na, über die Symptome sprechen wir jetzt gleich noch. Was mich interessieren würde, ist, Sie haben ja viele auch andere Krankheitsbehandlungen zusammengefasst unter dem Dach mit der Überschrift Kinderklinik. Was ist an einer Kinderklinik anders als an einer Erwachsenenklinik? Ja, dass die Patienten Kinder sind und ja. Zum Teil Säuglinge sind, mit denen man gar nicht sprechen kann, wo man eben auch, sagen wir mal, die Beschwerden auch sehr, wo es sehr schwer sein kann, die Beschwerden überhaupt zu erfassen. Und man hat die Eltern, man muss die Eltern auch mit betreuen und mit auf die Seite ziehen, dass man quasi gemeinsam auch das Beste tut, um die Kinder wieder gesund zu machen. Ja. Das heißt dann, ich kann mir vorstellen, dass dann wahrscheinlich bei den Behandlungszimmern Eltern da auch mit übernachten können? Es ist eigentlich die Regel, dass Eltern bei ihren Kindern bleiben. Es gibt eine Regelung, dass man eigentlich über 10 Jahre, dass das nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt wird. Aber auch da lassen wir Ausnahmen zu, weil viele Kinder eben auch so belastet sind in einer akuten Krankheitssituation, dass die Eltern auch dabei bleiben wollen und eigentlich auch aus medizinischer Sicht sein müssen. Ja, und da Sie ja auch eben schon sagten, dass Sie die Eltern auch beraten, können Sie dann sogar noch was für die Eltern tun in dem Zusammenhang? Ja, genau. Ja. Und wenn man jetzt, also angenommen, wir suchen uns jetzt mal die Krankheit aus, eine häufige ein Nierenversagen zum Beispiel. So ein Kind kann ja nicht sagen unbedingt, wo es genau wehtut. Oder es merkt nicht, dass es vielleicht häufiger oder seltener auf die Toilette muss oder dass irgendwas im Urin ist. Wie macht man das? Also das Stichwort Diagnose, Anamnese, wie macht man das mit Kindern? Ja gut, man muss natürlich einmal, bei der Anamnese ist es halt so, dass nicht alle Nierenerkrankungen wehtun. Auch andere Erkrankungen, Lebererkrankungen tun nicht unbedingt weh. Also der Schmerz an sich ist nicht immer ein gutes Kriterium, aber man muss bei bestimmten Symptomen, Laborauffälligkeiten
oder bei bestimmten Urinauffälligkeiten einfach dran denken und dann die entsprechenden diagnostischen Schritte ableiten. Wenn der Blutdruck zum Beispiel erhöht ist, dann ist in 90% der Fälle bei Kindern die Niere dafür verantwortlich. Das heißt, wenn ein Kind mit erhöhtem Blutdruck kommt, muss man die Nierenabklärung machen. Wenn ein Kind eine Harnwegsinfektion hatte, das ist dann eine fieberhafte Erkrankung, man untersucht den Urin, dann muss man weitere Abklärungen machen, um zu schauen, dass die Nieren eben nicht chronisch krank oder gefährdet sind. Mhm. Also so ist man, man kommt vom Aufnahmesymptom, muss man dann mit der entsprechenden Diagnostik sich so vortasten. Ja, und dabei sprechen Sie dann auch noch mit den Eltern wahrscheinlich darüber, was die für Veränderungen haben. Natürlich, man muss die Eltern immer mitnehmen, auf dem Laufenden halten und auch versuchen durch Befragung, auch durch Familienanamnese, auch der Diagnose näher zu kommen. Das ist ganz wichtig, weil viele Erkrankungen auch im Kindesalter dann doch in Familien manchmal häufiger auftreten und das wichtige Schlüssel sein können. Ich kann mir auch vorstellen, dass Eltern ja dann ganz besonders besorgt sind, vielleicht auch dann, wenn die Kinder noch ganz besonders klein sind oder die einzigen Kinder sind, einfach eine besondere Geschichte haben, sodass man dann als Arzt auch ganz besonders auf Zwischentöne achten muss, was davon jetzt Aufgeregtheit ist, was davon wirklich beobachtet ist, oder ist das gar nicht so? Ja, ich glaube schon, dass ein Kinderarzt ein Fingerspitzengefühl mitbringen muss, einmal für die Kinder natürlich, dass die keine Angst kriegen und gleich weglaufen, mhm, und natürlich auch die Eltern entsprechend so anspricht, dass sie erstens auf ihrem Niveau informiert werden und aber auch versuchen, dann die Angst zu nehmen. Auf der anderen Seite aber auch, wenn es mal was Ernsthaftes ist, auch die Informationen auch so rüberzubringen, dass die Eltern auch orientiert sind, was noch zu erwarten ist an Problemen, Komplikationen. Aber wichtiger ist einmal, die Eltern auch zu beruhigen und mitzunehmen. Wie machen Sie das mit Ihren Pflegern und mit den Pflegerinnen? Ist bei Ihnen Voraussetzung, sagen wir mal Einstellungsvoraussetzung, dass man selbst Kinder hat? Nein. Es gibt viele, die haben noch keine Kinder. Es ist sogar manchmal so, dass wenn sie Kinder haben, dann doch auch aus dem Beruf wieder verlassen, weil sie dann zu Hause sein wollen. Also das ist keine Grundvoraussetzung. Wobei die meisten haben Kinder. Bei meinen ärztlichen Kollegen ist es auch so, dass die meisten Kinder haben, aber es ist keine Grundvoraussetzung. Ja, und was ist dann die besondere Aufgabe eines Pflegers in einer Kinderklinik im Gegensatz zur Erwachsenenklinik? Naja, er muss eben auch auf das Kind eingehen, er muss eben auch wissen, dass Kinder mit ihren Ängsten und mit ihren Gefühlen eben anders sind als Erwachsene. Es sind keine kleinen Erwachsenen, es sind eben Kinder. Und ja, da ist natürlich dann immer zu berücksichtigen, ob das Kind jetzt im Vorschulalter ist oder im Schulalter oder ob es dann vielleicht in der Pubertät ist. Ich nenne es immer Adoleszenz. Ja. Das sind alles große Herausforderungen. Jede Altersgruppe hat für sich natürlich auch Dinge, wo man ganz speziell darauf eingehen muss, auf die man vorbereitet sein muss. Wie sind denn Kinder, die in der Pubertät sind und im Krankenhaus sein müssen? Manchmal nicht einfach, und das ist eben wie zu Hause, und die kommen manchmal auch mit Erkrankungen, Alkoholintoxikation und solchen Dingen, die dann auch so in den Bereich der Sozialpädiatrie gehen, wo man auch dann letztendlich auch bemühen muss, dass das oder schauen muss, ja, dass da auch Suchtpotenzial und so weiter auch abgeklärt, ja, wird und dass dann entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Ja, okay, jetzt sind wir in der Hinsicht ein kleines bisschen vom Thema weg. Unser Thema sind ja Erkrankungen der Nieren und der Harnwege. Nierenerkrankungen, da denkt man so an Blut im Urin oder Eiweiß im Urin. Was ist da bei Ihnen das, was am häufigsten vorkommt? Ja, das ist meistens sogar zusammen, dass Eiweiß und Blut da ist. Es gibt Erkrankungen, aber wo nur Blut drin ist. Das geht von Kindern oder Patienten, die Steine, Nierensteine haben. Da kann es dann bluten. Und da muss man mit der Blutung eben, ist ein Symptom eines Nierensteins. Kann aber auch die Blutung auch ein Symptom eines Tumors sein. Also es gibt ja auch Nierentumoren bei Kindern. Oder eben auch einfach aufgrund einer Nierenentzündung, die dann quasi dazu führt, dass auch Blut im Urin auftaucht. Beim Eiweiß ist es so, dass das Nierenkörperchen eigentlich wie so ein Filter ist und Eiweiß im Körper zurückgehalten wird. Das heißt, wenn Eiweiß im Urin auftaucht, ist das immer ein Hinweis dafür, dass an den Nierenkörperchen was nicht in Ordnung ist, dass die nicht dicht sind. Mhm. Und je nachdem, wie viel Eiweiß verloren geht, können dann eben auch schwere Wassereinlagerungen entstehen. Und da muss man eben das abklären und schauen, welche Erkrankung das sein kann. Es kommen da so
sieben, acht Erkrankungen in Betracht und dann muss man die entsprechende Therapie einleiten. Ja, also Blut kann ich mir vorstellen, das sehen Eltern noch unter Umständen, wenn die Kinder noch nicht alleine auf die Toilette gehen. Eiweiß wahrscheinlich nicht, oder? Kann man da als Eltern was feststellen? Blut sieht man nur, wenn es auch so mit dem Auge sichtbar ist, dann ist es schon ein relativer Notfall. Da muss man mal, sehen die Eltern, aber sehr häufig sieht man es eben nicht und man sieht es nur, wenn man den Urin testet mit so einem Teststreifen oder mit dem Mikroskop. Oh ja. Eiweiß gibt es Eltern, die sehr aufmerksam sind, das macht manchmal so einen schaumigen Urin und dann sagen sie, der Urin ist so schaumig, das wäre so ein Hinweis. Aber eigentlich sieht man es nicht, man muss als Arzt dran denken, dass der Urin untersucht wird. Ja, gibt es denn Symptome, die mir als Elternteil sagen, ah, jetzt gehen wir zum Arzt mit dem Kind? Ja, wenn zum Beispiel Wassereinlagerungen da sind, das Kind hat plötzlich Wassereinlagerungen im Gesicht, an den Beinen, das ist sehr hinweisend auf so eine Erkrankung, wo zum Beispiel Eiweiß oder Blut im Urin ist, dass die Nieren entzündet sind und dann kommt es eben zu Wassereinlagerungen und das führt dann die Patienten zum Arzt. Und wie behandeln Sie dann, wenn etwas davon festgestellt wird? Was passiert dann mit dem Kind? Hängt von der Diagnose ab. Es gibt Diagnosen, wo man einfach nur zuwarten muss, wo das von selber wieder weggeht, ja, wo das zum Beispiel im Rahmen einer Infektion auftritt. Dann gibt es aber auch Diagnosen, wo man zum Beispiel Cortison geben muss, also ein Medikament, was man nicht so ganz gerne verschreibt, aber es ist dann eben auch im Einzelfall nötig. Es gibt auch Erkrankungen, wo man mehr als nur Cortison, sondern auch andere Medikamente geben muss, wo das Immunsystem quasi gedämpft wird. Ja, ist sowas heilbar insgesamt, also solche Nierenerkrankungen? Grundsätzlich ja. Ja. Gibt Erkrankungen, die auch spontan dann in der Pubertät ausheilen. Versteht man nicht so richtig warum, aber es gibt Erkrankungen, die man dann ein Leben lang hat und wo es eben auch darum geht, dafür zu sorgen, dass die Nierenfunktion auch erhalten bleibt, damit die Kinder nicht dann vielleicht irgendwann mal eine Dialyse müssen. Genau, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es mit der Dialyse, also mit der Blutwäsche noch weit weg ist. Wie lange ist denn dann das Kind bei Ihnen? Denn also wenn das eine langwierige Krankheit ist, dann denken Eltern ja, um Gottes Willen, mein Kind ist jetzt jahrelang im Krankenhaus. Das wird ja nicht so. Das nicht. Wir versuchen natürlich alles möglichst ambulant zu machen. Wir machen jetzt ja auch Tagesklinik und Ambulanzen. Ich kenne viele Kinder, kenne ich von Kleinkindesalter auf, bis sie 18 werden. Da muss man sie abgeben. Also ich habe viele Patienten auch, die ich von Geburt an betreut habe, bis sie 18 werden. Das ist dann so ein kontinuierlicher Begleitungsprozess. Ja. Ich würde gern noch kurz zum Ende unseres Interviews zu sprechen kommen auf Fehlbildungen im Harntrakt und auf, wie Sie das nennen, Miktionsstörungen, also Probleme beim Wasserlassen. Was davon ist das Häufigere, was vorkommt bei Kindern? Naja, so ist beides etwa gleich häufig. Das eine, die Fehlbildungen, habe ich ja gesagt, bis zu 1% aller Neugeborenen. Ja. Das ist immer von 100 Neugeborenen einer, von 1000 10, von 10.000 100, kann man sich vorstellen. In der Stadt wie Hamburg, glaube ich, 20.000 Geburten, wie viele Kinder das sind. Ja, ja. Haben eben dann auch manchmal eine Neigung, Harnwegsinfektionen zu bekommen. Manchmal fallen sie so auf, manchmal fallen sie aber auch, was ich schon gesagt habe, schon vor Geburt auf. Und die Patienten, die dann älter sind und Miktionsstörungen haben, also zum Beispiel nachts das Bett noch machen oder nicht trocken werden, das ist auch nicht selten. Da gibt es auch eine hohe Dunkelziffer, wo die Eltern sich nicht trauen, das zu sagen. Es gibt Zahlen aus Australien, dass das bis zu 10% aller Kinder im Alter von 10 Jahren noch sind. Das ist eine ganze Menge. Man sieht häufig aber nur wenig durch die Spitze des Eisbergs, weil viele Eltern sich nicht trauen zu kommen. Ja, ja, das ist ja vielleicht auch aus Laiensicht der Unterschied, Fehlbildung des Harntrakts. Da denkt man, naja, das wird eine OP und dafür kann ja unser Junge auch nichts. Hodenhochstand zum Beispiel und so weiter. Beim Thema Inkontinenz oder nächtliches Bettnässen glaubt man, das hat was mit festem Willen zu tun oder mit Labilität oder mit psychischer Anfälligkeit und empfindet das als Schande. Was sagen Sie diesen Eltern? Na, es ist keine Schande. Mein eigener Sohn hat es gehabt oder der erste Sohn. Und man muss manchmal einfach auch viel Geduld mitbringen. Es ist ja ein Reifungsprozess und bei manchen dauert die Reifung eben ein bisschen länger. Es gibt aber auch Methoden, da einzugreifen, indem man so Weckapparate zum Beispiel benutzt, wo man einfach so den Schlaf-Wach-Rhythmus versucht, so zu beeinflussen, dass man merkt, die Blase ist voll, ich muss jetzt auf die Toilette gehen, so wie wir das zum Beispiel auch machen. Ah, und Sie beraten dann die Eltern, was man am besten tun kann? Genau, man macht eine gewisse Diagnostik und dann würde man
eben entsprechende Maßnahmen einleiten. Zum Beispiel, man kann auch sagen, viele sagen, wir warten noch ab. Also wenn ein Kind mit 5 Jahren noch nicht trocken ist, dann sage ich den Eltern, es ist normal und sie sollen abwarten. Ein Kind mit 9 oder 10 Jahren würde man schon auch den Leidensdruck des Kindes sich anschauen. Manche Kinder können dann nämlich auf Klassenfahrt gehen und dann würde man natürlich auch schon etwas aktiver werden. Vielen Dank für dieses interessante Interview. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/Nachtvorlesung und auf YouTube. Ihren Kindern alles Gute.